handgeschnitzte Holzfiguren, Mini-Werkzeuge, Bäumchen aus Schafgarbe besprüht mit Moosgrün. Das ist die Welt des Krippenbaumeisters Josef Ahammer. Zum Krippenbau gehört ja eine gewisse Liebe. Das erste ist die Liebe zu der Krippen. Sein Vater öffnete ihm schon als kleinen Bub die Welt der Krippen. Mein Vater hat mit mir da schon halben Hitter gebaut, so kleine halben Hitter. Und alles aus Pappendeckel und Karton. Da habe ich mir nichts anderes gehabt, aber mir hat das gefallen. Ich war verliebt in den ganzen und heute noch. Als junger Mann besuchte er 9 Jahre lang Krippenbaukurse in Bad Ischl. Sein damaliger Lehrer erkannte sein Talent und schickte Josef Ahammer in die Krippenbauschule in Innsbruck. Damals gab es nur eine einzige in Österreich. Hier bestand er die Meisterprüfung zum Krippenbaumeister. Den ersten Krippenbaukurs, was ich gemacht habe nach der Ausstellung, ist das explosionsartig. Ist das auseinandergefahren. Und die Krippenbauschule von Oberösterreich, die habe ich da hergebracht. Seinen Stil beschreibt er als heimatlich. Mein heimatlicher Stil, der geht halt Richtung Salzkammergut. Die Landschaftskrippen, das ist viel, was ich von Kindheit auf schon mitgekriegt habe, was ich in Salzkammergut und in dem sie anspielt, vom Brauch her und von der Arbeit her, von Holzwacher und Wald und Baum. Das ist mein Heiligtum. Die ursprüngliche Krippendarstellung mit dem Jesuskind stammt nicht etwa aus Bethlehem. Ich habe so viel Führungen gemacht da, und da sind so viele dabei gewesen, wenn ich gefragt habe, ob sie es wissen, von wo die Krippen überhaupt herstammen. Ja, kein Mensch, die haben gesagt, ja, es kann nur Bethlehem sein oder Jerusalem oder sage ich eben nicht. Die Krippen stammen aus Italien, weil der Franz von Assisi war ein Italiener. Das war der Erfinder und der Entdecker von der Krippen. Der hat 1223 in Greccio, das ist von Assisi noch ein Stückchen Richtung Rom, aber in einer Felsengrotte die erste Krippendarstellung hat er da gemacht. Auch dort schon einmal mit Ochs und Esel. Ich habe die Darstellung gemacht, das war in Assisi und ich bin da schon drin gesessen in der Grotte. Damals wurden unter der Herrschaft von Kaiser Josef II. In Italien Krippen sogar als Frevel bezeichnet und verboten. Alles, was verboten ist, ist irgendwie interessant. Und jetzt sind die Leute draufgekommen, dass sie daheim eine Krippe bauen. Und so ist die Hauskrippe entstanden. Und darum ist es schön, dass das unter die Leute, für mich mache ich es eh nicht direkt, aber dass die Leute wissen, von wo das überhaupt herkommt. Das ist mein alles halt, mein Um und alles. Das ist mein Leben. Das ist, was ich jetzt noch mache da, das ist mein Leben. Ich bin so begeistert und ich kann auch nicht mehr aufhören. Das kommt von da, das kommt von Herzen. Das kommt von drin aus. Von da. Und das spürt man auch hier in Josef Ahammers Welt der Krippen. Trendig, funktionales Design und klassisch zeitlose Qualität aus Österreich. Vielfältige Wohlfühloasen für Ihr Wohnzimmer. Polstermöbel von Cedar. Die Heimatverein lädt am 15. November zur Präsentation des nagelneuen Heimatbuches über Kallham und Neumarkt ins Zentrum. Das Buch mit über 500 Seiten und vielen Bildern ist auch das ideale Geschenk für Weihnachten. Dekoration für Herbst und Winter, Baumbehang für das Fest der Liebe, Weihnachtssterne aus eigener Produktion und tausende Pflanzen für ein grünes Zuhause. Dobitzberger, die Erlebnisgärtnerei in Oberösterreich. Der Verein Betriebshilfe wurde vor 22 Jahren auf Initiative von Frau in der Wirtschaft in Kooperation mit SVA Gewerbe, dem Land Oberösterreich und dem AMS gegründet. Unternehmer und Unternehmerinnen, die bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft pflichtversichert sind und Mitglied bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich sind, können, wenn sie selbst für mehr als 14 Tage arbeitsunfähig werden, Betriebshelfer beantragen. Dort zu helfen, wo Unternehmerinnen oder Unternehmer in Not geraten, das ist der Hintergrund von Verein Betriebshilfe. Mit einer aufrechten Pflichtversicherung bei der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft im Falle einer Krankheit oder im Falle einer Operation, bei Frauen im Falle des Mutterschutzes oder auch, wenn man eine Betreuung eines behinderten Kindes hat. Die Dauer der Betriebshilfeeinsätze ist bei Krankheit und Unfall auf 70 Arbeitstage pro Kalenderjahr beschränkt.
bei Pflege eines behinderten Kindes auf 90 Arbeitstage. Hier handelt es sich grundsätzlich um eine Einmalleistung. Bis zu einem jährlichen Gesamtbeitrag aller Einkünfte von 20.790,84 Euro ist die Betriebshilfe kostenlos. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen angemessenen Kostenbeitrag zu leisten. Hier im Café Doris, da haben wir jetzt einen aktuellen Fall. Hier hat unser Betriebshelfer, der aus dem Gastgewerbe kommt, schon mehrere Wochen gearbeitet und ich bin heute hereingekommen, also der wird schon mit Vornamen überall angesprochen. Wir haben ihr helfen können, die Existenz zu bewahren. Seit Bestehen des Vereins wurden 1282 Betriebshilfeeinsätze abgewickelt. Wegen einer Kabaltunnel-OP an der Hand ist Frau Stiftinger arbeitsunfähig. Ihr Betriebshelfer ersetzt sie vor Ort im Service für 40 Stunden pro Woche, damit das Unternehmen weiterlaufen kann. Ich bin sehr zufrieden und ich bin froh, dass es den Verein gibt, Betriebshilfe. Und mit dem Josef, also der kann zu den Leuten, der ist einfach, er passt sich an die Gäste, er kann mit jedem umgehen und er ist verlässlich. Ich bin in ganz Oberösterreich unterwegs und ich habe sehr viele Freunde gefunden durch meinen Beruf, sehr viele Gäste oder Wirtsleute. Und es ist einfach schön, wenn man auch sowas machen kann. Wenn es der Fall ist, dass ich weiß, ich habe jetzt eine anstehende Operation oder eine Krankheit, die länger dauert, dann bitte sich einfach zu melden bei uns bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich im Büro der Verein der Betriebshilfe. Dort wird dieser Fall angeschaut und auch geprüft. Und die Frau Lang, unsere Geschäftsführerin, kümmert sich wunderbar um solche Fälle. Und dann schaut man, wie man bestmöglich und schnellstmöglich helfen kann. Im Vorjahr wurden bei 61% der Einsätze der Betriebshelfer vom Unternehmer selbst vorgeschlagen. Bei 28% der Einsätze wurden fix beim Verein angestellte Betriebshelfer eingesetzt und 11% der Betriebshelfer konnten über das AMS rekrutiert werden. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Ira Kröswang, Mutter, Model und Unternehmerin. Und Cool Wool, Kuschellooks zum Verlieben. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. Über 80 Aussteller, köstliche Weine und ein buntes Programm auch für Kinder sowie Stiftsführungen erwarten Sie am Kunsthandwerksmarkt am Wochenende vom 16. bis 17. November im Stift Reichersberg. Endlich ist es soweit. Das Hotel Mauernböck feiert die Eröffnung und lädt in diesem Sinne am 17. November zum Tag der offenen Tür ein. Es gibt tolle Eröffnungsaktionen sowie die ersten absoluten Pflichttermine für Ihren Kalender. Also buchen Sie jetzt online Ihr Zimmer unter www.mauernböck.at. Hallo, mein Name ist Klaus Meyer-Zeininger, ich komme aus Weibern und ich habe ein ganz spezielles Hobby und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ich sammle seit fast 30 Jahren Lego. Alles von Lego, das was seit 1978 erschienen ist. 1978 war ein ganz wichtiges Jahr für Lego. Das ist nämlich diese Lego-Figur, die man heute kennt, erfunden worden und patentiert worden. Und da hat bei mir in den 80er Jahren alles angefangen mit dieser grauen Burg. Die habe ich nämlich damals als Kind zu Weihnachten bekommen. Ja, und seit dieser Zeit hat sich einiges getan. Also ich besitze momentan über 3000 Lego-Sets. Hier in diesem Raum haben wir einige präsentiert, unter anderem einen Teil der Star Wars-Sammlung. Hier Todesstern und so weiter. Dann haben wir noch eine Lego-Bibliothek, da sieht man die ganzen Classic Space Sets, die es seit 1978 gibt. Und es gibt natürlich auch schon einige Prunkstücke in der Sammlung, wie zum Beispiel dieses Set. Das ist 2017, die Mitglieder des Formel 1 Team von Mercedes bekommen haben. Das ist limitiert auf 300 Stück. Und jetzt zeige ich euch noch, wo wir die ganzen Sets aufbauen. Ja, das ist da unser Lego-Raum. Hier bauen wir unsere Sets zusammen. Das ist meine Tochter, die Julia und ich, und die Julia baut da gerade auch eine Halloween-Stadt, passend zum Thema jetzt dort. Und da verbringen wir immer Stunden herunten, wenn es draußen regnet und so, dann sind wir da viel herunten.
In letzter Zeit war das allerdings aber nicht recht viel Zeit, weil wir haben jetzt gerade einen Weltrekordversuch gemacht. Auf der Welser Messe haben wir die größte Lego-Stadt der Welt gebaut mit knappen 60 Quadratmeter und da warten wir jetzt noch auf Guinness, auf die Bestätigung. Zeit ist Kuschelzeit. Bei Betten Ammerer sind jetzt Kuschelwochen. Und was gibt es Schöneres, als sich nach einem regengrauen Herbsttag ins herrlich warme Bett zu kuscheln? Für alle, die gerne in einem kühlen Schlafzimmer schlafen, haben wir die richtigen Zudecken. Die sollen dann richtig warm sein. Für die Erfrorenen haben wir den Klassiker Daunendecken extra leicht. Da habe ich die Rubindecken mit einem 4 cm Steg, mit einer 100% Daune. Leicht, warm, super toll. Für Leute, die schwitzen, präferiere ich dann eher ein WB4-Decken. Das ist ein Funktionsfaserdecken, die durch die Feuchtigkeit sehr schnell wegtransportieren. Und für alle, die mal so sind, ein wenig unentschlossen, gibt es Kamelhaardecken. Das ist ein total schönes, temperaturausgleichendes Material. All diese Betten sind jetzt in den Kuschelwochen 50 Euro reduziert. Aber sie haben auch noch was ganz Besonderes gemeinsam. Das Besondere an unseren Kuscheldecken ist, dass sie im Fußbereich immer ein bisschen wärmer gefüllt sind. Das erkennt man am Markerl, wo Fußende draufsteht. Und im Brustbereich sind sie ein bisschen dünner gefüllt, damit man nicht schwitzert wird. Und mit den warmen Winterleintüchern samt warmer Flanellbettwäsche von Ammerer steigt der Kuschelfaktor zusätzlich. Zeitgleich zu den Kuschelwochen sammelt Betten Ammerer auch wieder ausgedehnte Bettwäsche für die Caritas. Schauen Sie in Ihrem Kasten, ob Sie zu viel alte Bettwäsche haben. Bringen Sie es uns, wir sammeln es, wir bündeln es, wir bringen es der Caritas und die führt es einen guten Zweck zu. Und Sie kriegen als Dankeschön auf die neue Bettwäsche auch noch 10% von uns. Tun Sie sich und anderen etwas Gutes und besuchen Sie eine der Ammerer-Filialen in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Mauthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding und Salzburg. Natur und Glamour bei der offenen Tür am Ritzelhof. Am 29. November findet in der Gartenbaufachschule von 14 bis 20 Uhr in Heidansfelden der Tag der offenen Tür und Advent am Ritzelhof statt. Neben Schulführungen gibt es Infos zur Anmeldung und Präsentationen der Projektgruppen sowie vieles mehr. Alarm statt stiller Tod. Rauchmelder retten Leben. Eine Initiative Ihres Sicherheitslandesrats und der Brandverhütungsstelle Oberösterreich. Ja, grüß Gott, ich bin der Meinrad Meierhofer aus Bram, freischaffender Bildhauermaler vom Beruf. Und da sind wir beim Mühle-Korser-Hof, wo ich meine Werkstatt habe, gemeinsam mit vier anderen Künstlern. Ja, mein Werdegang zu dem Beruf war eben so, dass ich in einem Künstlerhaus aufgewachsen bin. Mein Vater war Autodidakt, auch schon Bildhauer und Maler und Schriftsteller in Zellermoos am Irsee. Und da bin ich natürlich mit dem von Kindheit auf verbunden gewesen und habe das kennengelernt. Und ich habe dann wirklich ab 7 Jahren schon gewusst, dass ich das auch werden will. Ein großer Anteil meiner Arbeit ist das Künstlernetzwerk Wildwuchs. Und da sind wir im angewandten Bereich und machen für Spielplätze Sonderbau in Form von Skulpturen oder irgendwelchen Installationen. Und aktuell arbeite ich eben an einem ganz großen Thema, Bettgeschichten. Und bei den Bettgeschichten arbeite ich seit 2013 an allem, was von der Geburt bis zum Tod stattfindet. Und weil ich eben immer beim Menschen und seinen Themen sein will, ist auch sowas dann dabei, wo es mir eben darum geht, einfach diese aktuelle Situation in eine Form zu bringen. Und das ist eben meine schwarze Serie. Und es führt einfach immer zu dem Werden und Vergehen. Und da gehört eben dann zum menschlichen Thema auch auf jeden Fall dann Krankheit und am Ende auch der Tod dazu.
200.000 Portionen hat das Rote Kreuz seit 1997 bei der Aktion Essen auf Rädern in den Gemeinden Peuerbach und Stegen ausgeliefert. Das Jubiläumsmittagessen bekam Maria Stuhlberger. Hilfe zur Selbsthilfe leisteten unter anderem Grieskirchner Feuerwehren bei 4 Feuerwehrkommandanten aus der albanischen Hauptstadt Tirana. Landespreise für Denkmalpflege erhielten Gerald und Marianne Gotzbachner für die Generalsanierung von Bürgerhäusern in Everding. Mit dem Programm Bewusst Frauen hat die Raiffeisenbank Region Everding junge Frauen durch Mentoring gestärkt. Linz einmal anders erlebten die Teilnehmer der ÖGB-Bildungsreise aus Grieskirchen und Everding. Auf dem Programm standen eine Schifffahrt und eine Graffiti-Galerie. Wilhelm Hofmann ist neuer Geschäftsführer des TIZ in Grieskirchen. Einen schönen guten Tag hier am Portal von Schloss Tolet. Schloss Tolet ist ein als historisches Gebäude in unserer Region sehr bedeutend, hat seine historischen Wurzeln 900 bis 1000 Jahre vor unserer Zeit. Um einen Bauernburschen, der hier auf Schloss Tolet für die Herrschaft Dienst tun musste, rankt sich eine besonders grausame Geschichte. Um einen Silberlöffel, der verschwunden ist und ein Knecht beschuldigt den anderen Knecht des Diebstahls. Die Falschaussage des Kollegen führt schließlich so weit, dass der Knecht zum Tode verurteilt wird. Der letzte Wunsch des Verurteilten ist es, noch einmal einen Blick auf sein Elternhaus haben zu können. Und so wird der Galgen auf dem Galgenfeld so postiert, dass der Verurteilte während der Hinrichtung noch einmal auf sein Elternhaus blicken kann. Bisweilen wird heute noch behauptet, dass der Geist des Verurteilten in einem Zimmer von Schloss Tolet spuken soll. Seit 18. Juni 2019 ist mehr Leben in Hartkirchen. Genauer gesagt, die neue Außenstelle des Instituts Hartheim mit Stammsitz in Alkofen freut sich über die hohe Lebensqualität der 3 Wohngruppen mit je 7 Bewohnern. Insgesamt stehen 25 qualifizierte Mitarbeiter vom Institut Hartheim für Pflege und Betreuung der Kunden und Kundinnen zur Verfügung. Insgesamt leben hier im Wohnhaus in Hartkirchen 21 Personen. Wir sprechen von Kundinnen und Kunden, da sie ja Leistungen von uns beziehen. Die Personen, die hier leben, haben sowohl kognitive wie auch mehrfache Beeinträchtigungen. Unsere Kundinnen und Kunden fühlen sich hier im neuen Wohnhaus in Hartkirchen sehr wohl. Wir empfinden so, dass sie sich schon recht gut eingelebt haben. Es wird die Größe, die Helligkeit der Einrichtung, auch des eigenen Zimmers sehr geschätzt. Wir haben große Räumlichkeiten, Küche, Essbereich, Wohnzimmer, wo einfach auch Gemeinschaftsaktivitäten und das Leben gemeinsam stattfinden kann. Der Großteil der Kundinnen und Kunden, der hier in Hartkirchen lebt, fährt in die Werkstätten nach Everding, aber auch die Freizeitangebote, die die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort anbieten, werden sehr gerne in Anspruch genommen. Eine große Freude ist uns das nette Miteinander mit den Nachbarn und der Bevölkerung in Hartkirchen. Wir sind sehr wohlwollend aufgenommen worden und es hat schon sehr viele nette Begegnungen gegeben. Denn in Hartkirchen haben Menschen mit Beeinträchtigung Zukunft. Sie werden hier betreut, integriert und in der Gesellschaft aufgenommen. Das Bestehen einer Bücherei in St. Agatha geht bis ins Jahr 1895 zurück.
Was damals nicht gelungen ist, konnte 1979 endlich umgesetzt werden. Heute ist die Gemeindebücherei 40 Jahre und ein Treffpunkt für Agadenser Leseratten. Neben unseren Bildungseinrichtungen des Kindergartens, Volksschule, Neue Mittelschule, aber die Landesmusikschule, glaube ich, ist eine gut geführte, ausreichend bestückte Bücherei, ganz, ganz wichtig. Und man sieht ja bei den Auslehnungen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben ungefähr 12.000 Entlehnungen im Jahr, wo 2/3 eben auf Kinder und Jugendliche entfallen. 300 eingeschriebene Mitglieder, denen 7.500 Medien zur Verfügung stehen und eben besonders gut ausgestattet sind wir bei Bilderbüchern für die Allerkleinsten, dort wo man eigentlich beginnen müsste. Denn die sinnverstehende Lesebildung der Jüngsten ist der Gemeinde wichtig. Das Angebot beinhaltet die notwendigsten Sachbücher, belletristische Romane und Bücher jeder Art, sowie eine Vielfalt an Zeitschriften, DVDs, CDs und Spiele. Anlässlich des Jubiläums liest Herbert Dutzler aus seinem neuesten Altausseer-Krimi Letzter Stollen. Neuer Schauplatz, Salzbergbau in Altaussee. Es geht natürlich um etwas sehr Wertvolles, das da möglicherweise drinnen versteckt war, das eine Suche auslöst. Und die Suche, naja, führt natürlich zu den krimi-üblichen Komplikationen. Und somit bleibt es spannend bis zum Schluss. Dutzlers Letzter Kirtag wurde heuer verfilmt, ein neuer Krimi ist in Arbeit und die Besucher begeistert er mit seiner Lesung. Sehr vielversprechend. Ich glaube, ich werde mal anfangen mit dem ersten Band, den ich mir dann wahrscheinlich bei der Bücherei ausborge. Mich reizt besonders an seinen Büchern, dass sie einfach auch lustig sind. Nicht so ganz blutrünstig. Die Person des Gaspar Meyers, ich finde einfach total erheiternd, wie er das geschrieben hat. Also er hat auf einmal wieder die Idee, eigentlich habe er schon lange kein Leberkäse mehr gegessen und eigentlich war ein Seil auch ganz gut, damit der Tagesablauf ein bisschen entspannter wird. Ummalt wurde der Abend mit Kohle, Acryl und Aquarellbildern. Der Malclub St. Agatha überreicht eine Gemeinschaftsarbeit zum Gemeindejubiläum. Ein bombastisches Bild mit dominanter Kirche und Gemeindeamt. Hallo, mein Name ist Bernd Mannigatterer, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Beuerbach. Mit 10 Jahren habe ich mit der Feuerwehrjugend angefangen und seit 16 bin ich im Aktivstand. Ich bin eigentlich schon seit meiner Kindheit vom Feuerwehrwesen fasziniert. Mein Opa war jahrelang Feuerwehrkommandant einer Nachbarfeuerwehr. Und dort habe ich Einblick kriegen dürfen, wie das bei der Feuerwehr abläuft und wie schön das sein kann, dass man andere Leute zur Hilfe steht. Im Laufe meiner Zeit im aktiven Feuerwehrdienst kommt man natürlich zu einigen Einsätzen. Dort sind halt Situationen, die schön sind, aber genauso kommt man in Situationen, die nicht so klasse sind. Wie zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, wo man die Leute auszuschneidet. Manchmal ist es leider auch so gewesen, dass schon zu spät gewesen ist, dass wir gekommen sind. Und da ist es halt dann immer umso wichtiger, die Kameradschaft, dass man im Nachhinein nach so einem belastenden Einsatz sich nochmal zusammensitzt und nochmal alles genau durchbespricht. Genau das schätze ich bei uns in der Feuerwehr sehr hoch, dass die Kameradschaft so gut funktioniert, dass der 17-Jährige sich was vom 70-Jährigen erklären und erzählen lässt. Schaut euch die Feuerwehrjugend an, kommt dazu. Man kann so viel lernen fürs Leben und gleichzeitig der Allgemeinheit behilflich sein. In Österreich gibt es derzeit mehr als 200 Lehrberufe. Gerade Jugendliche stehen bei diesem Angebot vor keiner leichten Aufgabe. Lehrlingsmessen sowie der Berufserlebnistag in der Raiffeisen Arena Griskirchen sollen bei dieser Entscheidung unterstützen. Wir sind überwältigt. Wir haben
45 Anmelder aus dem Bezirk Christkirchen, Lehrbetriebe, die aus den verschiedensten Branchen kommen, und der Besucher wird einige Highlights erwarten. Wir freuen uns schon drauf und es wird sicher ein tolles Ereignis werden. Sie können sich jetzt hier gemeinsam vor Ort bei jeder Firma in der Region erkundigen, was man eigentlich lernen kann in den einzelnen Betrieben. Die Schüler, Eltern sind alle überrascht, was man in der Region für tolle Lehrberufe lernen kann. Die Unternehmer aus der Region sind hier und viele junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen, die einen Job suchen bei tollen Unternehmen, sind vollkommen richtig. Und genau diese Kombination, das wollen wir unterstützen. Das Angebot ist gut, das ist sehr gut sogar. Wir haben tolle Betriebe in der Region und ich glaube, es ist ein Pflichttermin für jeden Jugendlichen, der sich für diese tolle Ausbildung der Lehre interessiert. Die WKU Christkirchen ist bemüht, das Image der Lehre wieder aufzupolieren, denn derzeit ist das Angebot höher als die Nachfrage. Mit Kampagnen wie Firmenpatenschaften oder regionalen Lehrlingsgipfel soll dem Fachkräftemangel der Kampf angesagt werden. Das Ganze funktioniert halt nur, vor allem weil die Wirtschaftskammer da wirklich dahinter ist und das auch sehr forciert. Neben dem guten Austausch mit den regionalen Schulen ist für die Unternehmen vor allem eines wichtig: Employer Branding. Mit zahlreichen Benefits buhlen sie um die Gunst der besten Lehrlinge. Wir wollen uns eigentlich da präsentieren mit den Möglichkeiten, die was heutzutage zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel jetzt hier die VR-Brille, und möchten uns eigentlich von der Firma her mit allen Materialien und allen Möglichkeiten einfach darstellen. Wir haben da so ein kleines Spiel vorbereitet, wo die Kinder dann die Aufgaben in die Lehrjahre zuordnen können und eine Kleinigkeit gewinnen können. Und ich finde, die Jugend gehört einfach gefördert. Es ist unsere Zukunft. Also ich finde es gut, dass man da verschiedene Berufe probieren kann, dass man ein Gefühl für das kriegt und dass man schauen kann, in welcher Richtung dass man dann gehen kann. Ich finde es gut, dass es vor allem kostenlos ist, dass sie die Firmen forschen können, und ich möchte noch ganz viel ausprobieren. Eintauchen in das Abenteuer Beruf. Die Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Sie leben ihr Talent. Fast 40 Jahre gibt es den Verein Theatergruppe Geritzberg. Jedes Jahr kommt ein Stück auf die Bühne. In diesem Jahr war es die Komödie Ein ungleiches Paar. Eigentlich ein Spiel, ein bisschen in der Realität, mit sehr viel Spaß dahinter, wo sich eine Dame trennt und bei einer Freundin einzieht und diese eben noch einen Lauf nimmt. Einen turbulenten und letztlich überraschenden Lauf. Doch vorher muss sich das ungleiche Paar erst einmal zusammenfinden oder eben auch nicht. Auf der Bühne, das ist meine Wohnung und ich bin ein bisschen schlampig und lasse mich darauf ein, dass ich meine Freundin, die Traudl, einlade, bei mir zu wohnen, weil es ihr Mann ausgeschmissen hat. Ja, und dann eskaliert unser Zusammenwohnen. Eine hysterische Frau, die von ihrem Mann nach 20 Jahren Ehen verlassen worden ist. Und ich mache halt meine Mädels total verrückt. Die hysterische Reinlichkeitsfanatikerin Traudl und die mannstolle und schlampige Conny, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und dann kommen auch noch zwei Spanier in diese Runde. Wir schauen! Der Regisseur sagt, was für Rolle oder was er sich eher vorstellt in der Rolle. Und dann geht man nach Hause und dann probiert man es halt einmal. Und dann bringt man das erste Mal ein bisschen auf der Bühne da und der Regisseur sagt, okay, die Ausprägung passt mir oder ich möchte es so oder so haben.
Damit auf der Bühne nichts schief geht, hat die Theatergruppe schon viele Wochen Arbeit in die Proben investiert. Also mir macht es einfach riesig Spaß. Allein schon die Proben. Es hat noch nie eine Probe gegeben, wo ich gesagt habe, nein, heute freut es mich eigentlich nicht, weil die Leute auch, ja, wir haben einfach voll viel Gaudi und das sieht man dann auch auf der Bühne. Und ja, die Leute einfach dann unterhalten, macht mir riesen Spaß. Und diesen Spaß hat man auch noch kurz vor dem Auftritt in der Garderobe. Die Rolle hat man intus und die Maske macht den Rest. Man muss halt viel stärker arbeiten mit dem Make-up, weil das ganze Bühnenlicht ist alles sonst ein bisschen schluckt. Jetzt muss man halt ein bisschen mehr. Mehr ist mehr. Was ist eigentlich das Faszinierende am Theaterspielen? Es dauert nur 3 Monate. Das Faszinierende ist für mich einfach, das Publikum zu begeistern und eben in diesem Verein dabei zu sein, weil das so ein Zusammenhalt ist und so eine Macht hat, das macht Spaß. Das sah auch das Publikum so. Also diese neuen Stücke, die da kreiert werden, die natürlich mit den entsprechend passenden Schauspielern passt hervorragend und das zeichnet es natürlich aus und macht natürlich auch immer wieder interessant, dieses Theater zu besuchen. Dann darf man ja schon auf das 40-jährige Jubiläum nächstes Jahr gespannt sein. Braunau Simbach Inn, so sind wir. Über 80 Aussteller, köstliche Weine und ein buntes Programm auch für Kinder sowie Stiftsführungen erwarten Sie am Kunsthandwerksmarkt am Wochenende vom 16. bis 17. November im Stift Reichersberg. Auf zur Lehrlingsmesse der WKO Braunau am 15. und 16. November in der Sepp-Oeller-Halle in Mattighofen. Lebe dein Talent und informiere dich über deinen Weg zum Traumberuf. Infos auf karilehre.at. Wir befinden uns jetzt auf Schloss Katzenberg, das schon seit dem 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt ist. Ich gehe seit 62 Jahren hier ein und aus, weil das der Wohnsitz meiner Großeltern gewesen ist. Und ich möchte Sie jetzt mit auf die Reise nehmen. Hans-Jörg Steinbrenner kennt die historischen Mauern in- und auswendig. Denn in Viertlern ist das Schloss Katzenberg vor allem durch den romantischen Adventmarkt bekannt. So, wir kommen jetzt da in das sogenannte Herrenzimmer. Da haben wir bis 1975 immer mit der Familie den Weihnachtsabend gefeiert. Da ist der Ofen eingeheizt worden und es war recht angenehm und ich kann mich da sehr gut erinnern und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir begeben uns einen Stock tiefer und gelangen ins Esszimmer. Welche Speisen wohl in diesen edlen Räumlichkeiten früher kredenzt worden sind? Für etwas andere Zwecke hingegen sind diese Töpfe verwendet worden. Also jetzt sind wir bei der Nachttopfsammlung, die meine Tante gesammelt hat in den letzten Jahrzehnten. Sie war stolz, dass sie auf 101 gekommen ist. Ihr Vorbild war der Prinz Charles, der leider über 1000 Nachttöpfe gesammelt hat. Nach und nach zieht im und um das Schloss Katzenberg wieder Leben ein. Nach der Neuübernahme haben wir begonnen, Einstellbetrieb wieder anzufangen, ganz im Sinne meiner Tante. Und wir möchten auch das Schloss für die Öffentlichkeit zugänglich machen und möglichst viele Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Dass der Abend vor Allerheiligen nicht nur mit Halloween gleichzusetzen ist, bewies man bei der Nacht der 1000 Lichter in Andorf. Knapp 1000 Lichter erstrahlten in der Kirche und an 10 Stationen wurde bekannten und weniger bekannten Heiligen gedacht. Die Stationen sind ganz verschieden her wieder gestaltet von verschiedenen Heiligen, also mit verschiedenen Heiligen, heiligen Bildern und heiligen Gestalten, die was dort beschrieben werden und wie und wo die gewirkt haben. Neben den Heiligen soll natürlich auch an die verstorbenen Liebsten gedacht werden. Die einzelnen Lichter
Natürlich, wenn man es am Vorabend von Allerheiligen macht, erinnern auch an die, zum einen an die Heiligen, die Lichtgestalten des Glaubens sind, zum anderen auch an die Personen, die uns in unserem eigenen Leben im Glauben begleitet haben, geführt haben, einbegleitet haben und jetzt schon, wie wir glauben, zu Gott vorausgegangen sind. Gedämpfte Musik und die Besinnlichkeit der Pfarrkirche lockten viele Besucher auf diese meditative Reise. Sehr schön, berührend. Das geht eine. Und auch die ganzen Geschichten, wenn man die so gelesen hat, das ist schon sehr nachdenkend. Beim Aufbau der Lichter und der Dekoration der Kirche zeigte die katholische Jugend viel Geschick, Kreativität und investierte viel Zeit. Quasi ein Gegenprogramm zu Halloween. Wir haben tatsächlich eigentlich komplett vergessen, dass Halloween ist. Ich war für uns ein Jahr vor, weil wir ein paar Kinder draußen gesehen haben. Also ja, für uns ist das schon so ein wenig so Tradition geworden sozusagen, dass wir einfach da zusammenkommen am 31. und da gemeinsam was tun. Aber es gehört schon im Grunde irgendwie dazu, dass wir das machen und eben nicht auf irgendeine Halloween-Feier gehen, sondern eben in der Kirche sind, aufbauen helfen. Das ist unsere Halloween-Feier. So war diese Nacht der 1000 Lichter für viele ein besonderes Highlight am Vorabend zu Allerheiligen. Ich nehme das mit, weil ja das alles Heilige sind, die ja sehr bekannt sind und deren Leben ja eine große Bedeutung hat, auch für mich persönlich. Und so ein Beistand eines Heiligen kann auch im profanen Alltag sehr hilfreich sein. Ja, der heilige Antonius, dem bin ich ganz viel schuldig, weil ich sehr viel verlege und verliere und der hilft mir immer. Also und war wirklich wieder sehr schön. Zudem ein besinnlicher Gegenpol zum vielfach lauten Halloween. Ich finde, dass es durchaus sinnvoller ist, diesen Abend und diesen vor Allerheiligen mit einem anderen Akzent zu begehen, als wie Halloween, wie es bei uns heutzutage begangen wird. Was sich so viele irgendwelchen Sachen hingeben, was einfach keinen Sinn hat. In Andorf ist man sich sicher, dass Heilige als Vorbilder erstrebenswerter sind als Bauchschmerzen von zu viel Süßigkeiten. Der Lady Circle 3 Ried im Innkreis lädt am Freitag, 15. November um 19.30 Uhr zur 14. Weinverkostung ins Autohaus Lang in Ried. Der Reinerlös geht als Soforthilfe an in Not geratene Familien in der Region. Am 23. November findet die Benefizgala Danzer hilft, veranstaltet vom österreichischen Schlagerclub im Hotel Danzer statt. Wenn auch Sie die Top-Schlagersänger sehen und helfen wollen, können Sie sich jetzt Ihre Karten bei allen Raiffeisenbanken oder OÖ-Ticket sichern. Jungfraustein ist von Sagen umwoben und von ein paar Sagen. Dann haben wir mal vier Jungfrauen in einer Schürze da hergetragen und da hergelegt. Und seitdem ist der auch wackelig. Den kann man ganz leicht wageln. Außerdem soll es einmal ein keltischer Opferstein gewesen sein und liegt im Grenzgebiet von der Gemeinde Natternbach, Kopfing und St. Egidi. Ebenso an der Grenze zwischen Bayern und Österreich, ehemaligen Grenze. Vom Mittelalter her und aus der Zeit, aus der Frühzeit, ist bekannt, dass jeder, der versucht hat, den Stein herunterzustoßen oder zu entfernen, schwer gestraft worden sind. Nachdem der Sauwald zum Mühlviertler Granitmassiv gehört, ist es so wie im Mühlviertel auch, dass die Steine da im Wald einfach auftaucht sind und sogenannte Findling sind. Und da gehen die Leute ganz gern vorbei, tun da ein wenig aus, bleiben ein wenig da. Es ist ein sogenannter Kraftplatz. Die Leute können sich da ein bisschen erholen und dann geht es wieder weiter.
Thomas Wieser, Koch- und Kellnerlehrling des Gesundheitshotels Guggerbauer in Schärding, hat sich für den Austrian Skills 2020 Lehrlingswettbewerb qualifiziert. Hönharts Faustball-Sektionsleiter Lukas Diermeier wurde mit dem Titel des Ehrenamtlichen des Jahres im Bezirk Braunau ausgezeichnet. Mitglieder der Frau in der Wirtschaft informierten sich am Seiringer Hof in Aurolzmünster über Yoga und Gesundheitsförderung. Beim Dreischlägerturnier holten sich Peter Adam und Peter Jungbauer auf dem Golfplatz in Freienberg den Preis der Präsidenten. Über 234 neue Mitglieder in diesem Jahr freut sich die OÖVP im Bezirk Braunau. Die Stadtbücherei in Schärding präsentiert sich nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten im neuen Kleid. Der Bezirk Braunau startet als Modellregion im Innviertel umfassende Integrationsangebote für Arbeitsmigranten. In der Innviertler Gemeinde Gurten, umgeben von idyllischer Landschaft, schreibt der Mundartdichter und ehemalige Bürgermeister Karl Pumberger Kasper seine heiteren Geschichten und Gedichte. Horgli, sieh, geh weiter, is ein wenig Kuchen. Er, na, den mag ich nicht. Sieh, geh weiter, ein Stückli. Er, na, weißt du, dass ich zwei Perlen nicht mag. Sieh, bei meinem Kuchen sind eh keine Weinbeerl drin. Ja, ist ja wurscht, aber einkehren da noch. Naja, nachdem ich nicht mehr Bürgermeister bin, habe ich natürlich jetzt ein wenig mehr Zeit und ein wenig mehr Muse und jetzt kann ich mit dem, was früher Hobby war, doch intensiver widmen. Dazu zieht sich der 62-Jährige gerne in sein Gartenhäuschen zurück. Ein wahrer Kraftplatz für kreative Momente. Ja, da herum, da habe ich ein wenig ein Platzl, wo ich meine Ruhe habe, da kann ich dann auch die Gedanken und die ganzen Impressionen, was ich so sehe und was man irgendwie im Unterbewusstsein merkt, kann ich dann da aufs Papier bringen und so Gedichten und kleine Geschichten verarbeiten. Mit LKWs fahren hauptsächlich Männer, da passt die Frauenquote überhaupt noch nicht. Ist auch kein Wunder, steht ja Mann um bei den LKWs. Aber unlängst habe ich einmal einen LKW gesehen, den eine Frau gesteuert hat. Und wisst ihr, was da oben gestanden ist? Scania. Als Tipp der Woche möchte ich Ihnen mehrere Möglichkeiten aufzeigen, wie man sein vertrautes Zuhause mit einfachen Mitteln sehr effektiv in Szene setzen kann und andere Effekte erbringen kann als die üblichen Gestaltungsmöglichkeiten, die jetzt nur durch Wandgestaltung, sprich Malerarbeiten, möglich sind. Eine Möglichkeit wäre, im Hintergrund sieht man das, mit einer Stofftapete. Dekormäßig und designmäßig gibt es da extrem große Möglichkeiten, die Sie bei uns im Schauraum jederzeit besichtigen können. Bei uns im Möbelhaus Meier finden Sie auch nicht nur die zurzeit im Trend liegenden Boxspringbetten, sondern auch andere Möglichkeiten der Lattenrostverstellung, sei es mit Elektromotor oder mit Pneumaten. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie bei uns vorbeischauen im Haus, damit wir Ihren Wohnraum erfüllen. Grünröcke oder Weidmänner, so werden die Jäger gerne genannt. Über Jahrmillionen waren Menschen Jäger und Sammler. Damals überlebenswichtig, heute vielerorts verpönt, zu Unrecht. Es ist nicht so, dass der Jäger einfach wild herumschießt. Wir sind dem Jagdgesetz verpflichtet und der Abschussplanverordnung und deshalb das Wild zu erlegen und die Schäden in der Landwirtschaft kurz zu halten. Unsere Aufgaben sind vielmehr, das Wild zu beobachten, das Raubwild niedrig zu halten und in der Notzeit zu füttern. Ja, hier ist eine Futterkrippe vorbereitet für die Notzeitfütterung. Hier ist grob strukturiertes Futtermittel schon drinnen, nur im Anfangbereich, um dann im Winter die Rehe wissen, wo sie hingehen müssen. Wichtig ist, dass bei der Fütterung nur der Jäger
hinzugeht und nicht viel fremde Leute, weil das Wild dementsprechend geruchempfindlich ist und auf den Jäger fixiert ist. Leise und behutsam führen sie uns durch den Wald. Ja, man muss behutsam durch den Wald gehen und leise, damit das Tier nicht von Weitem schon verscheut wird. Aber auch dann im Winter, dass die Spuren zu lesen können oder auch Fährten im Schnee und auch die Baue, ob sie befahren sind oder nicht. Und auch die Natur zu beobachten und einfach zu genießen. Besonders der Jäger muss dann doch etwas genauer hinsehen. Das freilebende Wild und die Bäume sind in ihrer Umwelt auch Krankheiten und Schädlingen ausgesetzt. Wie hier zum Beispiel der Borkenkäfer, der heuer ganz besonders in den trockenen Sommer gewütet hat. Auch bei Pilzkrankheiten wie zum Beispiel da unten eine Esche, der auch schon gestorben ist. Wie bei den Bäumen gibt es auch bei den Wildtieren Krankheiten, wie zum Beispiel bei den Hasen die Tularemie oder die Schweinepest, die wir Gott sei Dank noch nicht hier haben. Aber auch bei den Rehen gibt es Parasitenkrankheiten, wie zum Beispiel die Rachenbremse oder die Dasselfliege. Und auch eine Krankheitsübertragung ist auf den Menschen. Deshalb müssen die Tiere abgeschossen werden und der DKV zuzufügen. Ja, hallo, grüße, kommt's einer. Ich bin der Bauschmidt Walter aus Antisenhofen. Ich möchte euch heute in meinem schönen Zuhause begrüßen. Das Schöne an meinem Haus ist, dass ich es mit viel Liebe zum Detail verschönert habe. 1983 habe ich die Liebe zum Schnitzen entdeckt. Das sind meine ersten Werke, wo circa 3 Stunden für ein Stück gebraucht habe. Mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass fast in jedem Raum von mir eine Schnitzerei zu finden ist. Ich mache nicht nur große Sachen, auch kleine Sachen. Herzen, Sterne, Kreuze für den Christbaum. Denn es sind die kleinen Dinge im Leben, die Freude machen. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann, der 7 Millionen Euro hat und einem Mann, der 7 Kinder hat? Der mit den 7 Millionen Euro viel mehr. Das ist es. Mit Max Meyerhofers Wortwitz startet die Volksbank Oberösterreich, Region Ried und Innviertel, gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden gut gelaunt in die Weltspartagswoche. Es sind über 450 Leute angemeldet und mit dem haben wir eigentlich in die positivsten Prognosen nicht gerechnet. Aber es spricht im Prinzip für die Nähe zu unseren Kunden, die wir haben. Wir sind nahe an den Bedürfnissen der Kunden und wissen auch bei Veranstaltungen, wo die Reise hingehen soll. Und die Einladung zur heutigen Veranstaltung ist im Prinzip ein kleines Dankeschön an unsere langjährig treuen Kunden. So einen Abend wie heute, den kann man sich nicht entgehen lassen. Das ist einfach schön, wenn man die Leute aus der Region sieht. Ich bin aus dem Bezirk Braunau gebürtig und jetzt in Riert. Ich treffe da wieder quasi Leute aus der alten Heimat. Ein Weltspartag ist immer ein Treffen, wo man Bekannte sieht, die was man schon länger nicht mehr getroffen hat. Und heute ist das sicher der beste Anlass dazu. Bleiben wir gleich beim Thema. Weltspartag und Sparen an sich sind nach wie vor hoch im Kurs. Die Kinder sind nach wie vor natürlich eifrige Sparbuchsparer. Wir haben für die Kleinsten immer Kabarets, wir haben Veranstaltungen, Kasperltheater und so weiter. Bei den Erwachsenen ist es ein bisschen anders geworden. Hier geht es sehr viel in Richtung Fondssparen, weg vom Sparbuchsparen. Und da besteht einfach die Möglichkeit, dass ab 50 Euro wirklich da investieren können, wo sie wollen. Ja. Es gibt ja sehr viele Leute mittlerweile, die Wert auf Nachhaltigkeit legen oder Emerging Markets. Und da können sie veranlagen, ganz gezielt genau das, was sie wollen. Und das wird schon sehr, sehr viel genutzt heutzutage. Generell wollen die Oberösterreicher vorsorgen.
Und dazu haben wir auch einen Tipp vom Experten. Für die Ersparnisse und für die Liquidität, was ich habe, schaut so aus, dass ich eigentlich den Großteil von dem, was mir überbleibt, in Fonds der Union Investment spare. Da ist es wichtig, dass man breit aufgestellt ist. Deswegen ist das Hauptgewicht da in einem global aufgestellten Aktienfonds, der einer der besten weltweit ist. Und wenn man nicht vorsorgt, kann sowas passieren. Es gibt ja teilweise paradoxe Phänomene. Immer mehr Menschen kaufen sich ja mit dem Geld, das sie nicht haben, Autos, die sie nicht brauchen, um damit Menschen zu beeindrucken, die sie nicht ausstehen können. Ein Feuerwerk an Pointen und Anekdoten. Vor allem eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam. Summa summarum, ein perfekter Start in die Weltspartagswoche.